Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bundeskanzler und Herr Kollege Kopf, ich glaube, dass Sie beide die Situation noch nicht richtig erfasst haben. Und ich glaube, dass Sie noch immer zu wenig Ernsthaftigkeit an den Tag legen, wenn es darum geht, diese Korruptionssümpfe in Österreich nicht nur ausfindig zu machen, sondern auch zu bekämpfen. Denn das Bild, das die Bevölkerung in Österreich gegenwärtig, zugegebenerweise auch von Teilen der Privatwirtschaft, aber vor allem von der Politik hat, meine sehr geehrten Herren Kopf und Herr Bundeskanzler, dieses Bild ist nicht nur mangelhaft, dieses Bild ist katastrophal. Es ist katastrophal. Und deshalb verstehe ich es nicht, wie Rot und Schwarz das ständig herunterspielen. Sie müssen das ja auch spüren. Sie müssen das spüren. Zumindest sollten Sie das auch lesen können in den Zeitungen, tagtäglich lesen können, wo von Politik und von Politikerverdrossenheit die Rede ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Warum nehmen Sie das nicht zur Kenntnis oder ernst? Die Ergebnisse aus dem Untersuchungsausschuss liefern uns ja ständig Beweise dafür, dass Handlungsbedarf besteht, dass wir an der Korruption unseres Landes ernsthaft arbeiten müssen und eine klare Regelung brauchen, damit zukünftig hin hier nichts mehr passieren kann. Und deshalb sind wir umso enttäuschter, dass es nicht gelingt, trotz schöner Worte und schönen Absichten, das auch in Taten umzusetzen. Denn Sie reden ständig davon, dass alles beim Besten ist und dass man tolle Absichten hat, aber im Grunde genommen geht es Ihnen nicht darum. Ihnen geht es nach wie vor, so viel Geld wie möglich einzusackeln für Ihre Parteien und einen Postenschacher und Proporz in Österreich zu betreiben, wie das ja tagtäglich auch der Fall ist. Und Herr Bundeskanzler, Sie repräsentieren unser Land außerhalb der Landesgrenzen. Nehmen Sie bitte auch wahr und nehmen Sie ernst, was europäische Zeitungen über Österreich berichten. Heute in den Zeitungen, Neue Zürcher Zeitung, bitte heute nachzulesen. Da steht drinnen Österreichs Parteien und das Leistungsprinzip. Der Euro steht auf der Kippe, die nationale Schulden- und Defizitquote ist viel zu hoch. Erst vor Wochen wurde ein Sanierungspaket über 27 Milliarden Euro geschnürt. Doch geht es um die eigenen Pfründe, ist Sparen für Österreichs Parteien ein Fremdwort. Und das, obwohl sie ohne dies weltweit neben Japan am höchsten subventioniert werden. Herr Bundeskanzler, das Bild geben wir gegenwärtig ab innerhalb der Europäischen Union. Da wundert es mich nicht, dass Sie in Brüssel unterm Teppich ein- und ausgehen müssen und sich nicht getrauen, auf den Tisch zu hauen und Ihre eigenen Positionen einmal auch zu vertreten. Ja, Demokratie sollte uns etwas wert sein, Herr Kollege Kopp. Überhaupt keine Frage, stehen wir auch dazu. Aber muss die Demokratie in unserem Land 170 Millionen Steuergelder wert sein, frage ich Sie? 170 Millionen Euro? Geht es nicht mit 70 hart verdienten Steuermillionen in unserem Land pro Jahr für die Parteien auch? Können wir nicht dran gehen, 100 Millionen jährlich einzusparen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Die Fantasien sind groß. Würde ich jetzt jeden Einzelnen hier herinnen die Frage stellen, was man mit 100 Millionen Euro pro Jahr Besseres für unsere Bevölkerung machen könnte. Da gäbe es unzählige Vorschläge. Also gehen wir daran, die Parteienförderung zu senken, meine sehr geehrten Damen und Herren, und nicht Korridore zu erfinden und die Steuermillionen hier noch weiter in die Höhe zu schrauben für die Parteien, was in Wahrheit der Fall ist. Wenn man dieses Gesetz hier, diesen Entwurf, den Sie vorgelegt haben, wenn man den im Detail durchliest, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann kommt unterm Strich tatsächlich eine höhere Parteienförderung heraus und keine niedrigere. Und das finde ich in Anbetracht der wirtschaftlichen Situation, in Anbetracht der budgetären Situation, in Anbetracht der schlechter stellenden Situation der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, als einen Frevel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Daher besinnen Sie sich zur Ernsthaftigkeit und zur verantwortungsvollen Politik in unserem Land und senken Sie die Parteienförderung.